Okay Leute, heute ist es soweit, reden wir über die Schwachstellen von One Piece und die Schwachstellen im Manga an für sich. Die Schwachstellen, die einige in der Community ein wenig stören, da gibt es sehr interessante Dinge zu besprechen. Also bleibt auf jeden Fall am Start, los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und in dem heutigen Video reden wir mal über die Kritik, die, auch wenn sie selten da ist, die aber Oda auch mal hin und wieder bekommt und einstecken muss. Und diese Kritik hat sehr viele verschiedene Facetten. Auf der einen Seite berechtigt, auf der anderen Seite absoluter Blödsinn. Wir gehen mal so auf die Most-Common-Dinge ein, Leute, bevor es aber losgeht. Und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr steht auf dem aktuellsten Stand bezüglich die aktuellsten News, die aktuellsten Spoiler, so wie es sein möchte. Leute, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich halte euch stets auf dem Laufenden und nun hüpfen wir ins Video. Okay Leute, bevor es losgeht, ja, ich nehme hier Sachen raus, die aus der Community wirklich somit am meisten kritisiert wurden. Ich nehme hier einfach Sachen, die man einfach mal diskutieren kann, die man diskutieren muss, und ich sage ja ausdrücklich, ich stimme nicht bei allem überein. Das sage ich aber bei jedem einzelnen Punkt auch nochmal deutlich. Deswegen Leute, verschont mich, ja, ich habe mir da so ein paar Dinge rausgesucht, die ich halt einfach sehr interessant finde. Und nun hüpfen wir direkt zum ersten Punkt. Eiichiro Oda ist ein Mann, der sich Kritik deutlich zu Herzen nimmt. Ich erinnere mich noch damals an Whole Cake Island, wo das Pacing ziemlich langsam geworden ist. Und innerhalb Japans gab es sehr viel Kritik, was das anging. Und Eiichiro Oda hatte sich da sogar öffentlich geäußert und gesagt über einen Editor, dass sie das Pacing jetzt anziehen werden, dass er die Kritik gehört hatte. Und dann war es natürlich auch so, dass das Pacing dann angezogen war. Das war so kurz vor dem Kampf von Katakuri. Eiichiro Oda musste viel aufbauen, viel Storytelling betreiben, um natürlich ein gewisses Gerüst aufzubauen, welches dann jetzt noch im Nachhinein, jetzt vielleicht sogar auch in der Zukunft, nochmal aufgegriffen wird. Und diese Kritik hat Oda hier auf jeden Fall erhört und hat dann das Pacing angehoben. Dann kam auch schon der Kampf gegen Katakuri und dann war diese Kritik an für sich auch schon verblasst. Ja, aber das Pacing hier im Allgemeinen ist immer eine Sache, die hier stark oder die mit am häufigsten kritisiert wird. Ich persönlich sehe das immer so, der Mann braucht seine Zeit, Sachen aufzubauen. Dieses Worldbuilding, was Oda hier erschaffen hat, ja, diese Welt von One Piece, und schade, jetzt habe ich es gesagt, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber in dieser Welt, ja, von One Piece sind so viele Dinge, die halt aufgebaut werden müssen, die halt dann logischerweise erst in 10 Jahren nochmal aufgegriffen werden, die muss man aber dann vorher schon platzieren, und das ist etwas, was vielleicht die ein oder andere Pacing-Sache nach hinten verschiebt, beziehungsweise Sachen in die Länge zieht, ja, oder selber sagte, One Piece geht eigentlich nur so lange, weil die 7 Samurai der Meere da waren. One Piece ist eigentlich ein Piratenmanga, wo es um die Kaiser gehen sollte, aber er hat die Samurai der Meere da erfunden. Diese kleine Idee hat ihm fast ein Jahrzehnt gekostet, aber ich persönlich muss sagen, der Mann weiß, was er tut. Er weiß, das Beste rauszuholen, deswegen finde ich diese Kritik, wenn es um das Pacing geht, in manchen Kapiteln, ja, es passiert dann nichts, man steht immer auf derselben Stelle, in manchen Kapiteln ist es halt so, aber sind wir mal ehrlich, keiner von uns würde es irgendwie besser machen oder sowas. Das ist halt wirklich Gejammer auf dem wirklich absolut hohen Niveau. Deswegen, Leute, dieses Pacing-Thema muss man halt hier einfach mal hinnehmen. Gehen wir zum nächsten Punkt, und das ist ein Punkt, wo ich absolut mit zustimme, beziehungsweise wo ich der Meinung bin, dass dies stimmt, nämlich Odas nicht vorhandene Fähigkeit, Charakter zu töten. Ja, natürlich, wir hatten in One Piece sehr krasse Tode, jetzt vor kurzem Tonoyasu zum Beispiel, Ace Whitebeard, da brauche ich gar nicht drüber sprechen, Leute, aber es geht nicht darum, dass überhaupt Leute sterben, sondern es geht darum, wie Oda diese Dramaturgie nutzt, um uns Zuschauer zu schockieren, um uns trauern zu lassen, um im Nachhinein dieses Kartenhaus, was er aufgebaut hat, in dem es einfach zerfällt, ja. Das berühmte oder perfekte und aktuelle Beispiel ist halt einfach Pound, ja. Wir alle sind davon ausgegangen, dass dieser Typ gestorben ist. Diese emotionale Schiene, die Oda gefahren ist, die er aufgebaut hatte, etc., hat dieses Kapitel vom Tod von Pound, vom angeblichen Tod von Pound, hat mit dieses Kapitel wirklich eins der traurigsten Chapter in diesem Jahr damals hingelegt, das weiß ich noch, das ging noch ziemlich krass in der Community durch und durch unter die Haut, und dieses Kapitel war absolut traurig. Und dann ist es halt so, dass in der Cover Story revealed wird, dass der doch nicht gestorben ist, ja. Das ist etwas, was natürlich hier auch, finde ich, zu Recht
in Kritik steht. Ich meine, es ist völlig in Ordnung, wenn Oda sagt, nee, ich will diesen oder jenen Charakter nicht sterben lassen. Und jetzt wird es wichtig, um das zu verstehen. Es ist in Ordnung, diese Einstellung zu haben. Aber dann beim Zuschauer den Eindruck zu erwecken, beziehungsweise die Erwartung jetzt zu erwecken oder den Schock heraufzubeschwören, dass dieser eine Charakter jetzt gerade gestorben ist, um den halt ein halbes Jahr später wieder einzuführen, beziehungsweise reinzubringen, das ist etwas, das finde ich persönlich, finde ich auch nicht wirklich cool. Da muss ich der Kritik deutlich recht geben, denn es ist halt einfach so, Leute, und ihr würdet euch, glaube ich, alle selber anlügen, wenn ihr nicht einmal daran gedacht habt, ey, könnte Pedro wirklich, ist er wirklich tot oder könnte er nicht jetzt wieder auftauchen? Diese Gedanken haben wir alle und dieser Gedanke ist halt einfach ein Resultat dieser, ich will nicht sagen Fehlleitung oder dieses Fehlers oder so. Ich kann nicht sagen, das ist ein Fehler von Oda oder sowas. Es ist sein Werk, da kann ich einfach nicht sagen, es ist ein Fehler. Aber das ist halt etwas, was viele nicht passt, beziehungsweise was viele nicht ganz so nice finden. Ich meine, bei jedem potenziellen Tod etc. kommt der Gedanke einfach, weil halt so gut wie tot geglaubte Charakter immer mal wieder erscheinen. Es ist ja jetzt nicht nur Pound gewesen oder Pedro, der vielleicht ja noch erscheinen könnte. Es sind so viele vergangene Charakter halt einfach schon da gewesen. Einfach ein perfektes Beispiel. Zum Beispiel Peru, ja, damals im Alabaster-Arc zum Beispiel. Wie soll der das überlebt haben? Oder Bonclay auch schon einige Situationen gehabt und so weiter. Also es gab wirklich einige Punkte, wo man halt fest davon ausgegangen ist, ey, der müsste eigentlich gestorben sein oder der ist tot gewesen und dann ist es nicht passiert. Und das ist etwas, was völlig okay ist, ja, wenn Oda sich dafür entscheidet, diese Charakter nicht zu töten. Aber auf der anderen Seite macht das natürlich einen anderen Eindruck, wenn man halt immer wieder in diese dramaturgische Richtung geht, ey, ich will jetzt Charakter XY töten, weil die Community dann denkt, ey, ja, wir haben es jetzt schon so oft gehabt, ja, gut, ja, der könnte wiederkommen, beziehungsweise beim Kapitel an sich, wo man dann voller Trauer sein sollte, ja, gibt es dann welche, die dann einfach nicht wirklich trauern und sagen, okay, die Möglichkeit besteht ja, dass der dennoch weg oder wiederkommt. Ich weiß noch damals, wo wir Tonoyasus Hinrichtung im Manga hatten, ja, jetzt im Anime war das ja ziemlich deutlich, aber im Manga ist das Ganze nicht immer so ausführlich und dort gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben, hey, vielleicht hat der doch überlebt, ja, Trafalgar Law zum Beispiel und so weiter. Man hat halt immer nach diesen Möglichkeiten gesucht und das ist, glaube ich, etwas, was hier die Kritik so ein bisschen rechtfertigt. Natürlich erwarten wir jetzt alle nicht, dass er hier George Martin nachmacht, à la Game of Thrones oder so, dass er alle umlegt oder sowas. Das erwarten wir natürlich nicht, aber das ist halt eine Sache, die dramaturgisch dem Ganzen so einen kleinen Knacks verleiht. Ich hoffe, ich habe es jetzt deutlich genug rübergebracht. Es ist nicht das, dass er die Charakter töten möchte, sondern dass, wenn er es so aufbaut, als würde er oder als würden die Charakter sterben, die dann zufälligerweise irgendwann wieder auftauchen. Hier Pound zum Beispiel das beste Beispiel. Aber nun gehen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist ein Punkt, den kann ich nicht so ganz verstehen. Viele beschweren sich wegen diesen ganzen Pausen. Wie oft kriegt man Pause und so weiter? Wir haben so oft Pause. Jede zweite Woche ist Pause. Ja, warum ist das so etc. pp. Oder ist ein Mann, der viel arbeitet. Dieser Mann hat bisher, glaube ich, mehr gearbeitet, als wir alle in unserem Leben irgendwann arbeiten werden. Und er hat die letzten 20 Jahre nur für seinen Manga aufgeopfert. Ja, der Mann, der schläft 4 Stunden pro Tag, arbeitet jeden Tag. Und das ist etwas, das muss man verdammt nochmal respektieren. Und ich persönlich werde immer so ein bisschen zornig, beziehungsweise ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Leute sich da beschweren. Ja, zumal meistens die Leute den Manga nicht kaufen oder halt irgendwo halt einfach online lesen. Ja, ich verurteile das natürlich nicht, aber wenn man das halt schon macht, dann soll man dem Mann doch die Pause gönnen. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es doch gut für uns, denn wir haben dann One Piece länger und ich bin einer, das interessiert mich natürlich mal, in welcher Sparte ihr seid, ich bin einer, der freut sich, natürlich auch, weil ich ja YouTube hauptberuflich mache, aber jetzt abgesehen davon, ich freue mich, dass One Piece länger geht, weil wenn es bald vorbei ist, so, dann ist One Piece vorbei, Leute, und der Manga geht dann nicht mehr weit, deswegen, ich freue mich um jede Pause, weil das bedeutet eine Woche länger One Piece im Nachhinein. Ich gehöre zu dieser Sparte, gehört ihr zur anderen Sparte, die sagt, oh, das soll jetzt endlich mal vorbeigehen? Ich weiß nicht, ja, denn wir alle sind traurig, wenn One Piece im Manga zu Ende ist, das ist halt einfach Fakt, sonst ist man eigentlich kein Fan von diesem Manga, deswegen, ich kann das nicht immer so
ganz nachvollziehen. Aber deswegen, der Mann, der braucht seine Pausen, um Sachen zu planen, aufzubauen etc. Auch gesundheitlich ist es ein sehr, sehr wichtiger Faktor, was somit das Wichtigste ist. Es bringt uns nichts, es bringt uns allen gar nichts, wenn dieser Mann sich überarbeitet und deswegen draufgeht oder sowas, Leute. Deswegen gönnt diesem Mann die Pause und lasst uns One Piece einfach gemeinsam so lange genießen, wie wir alle können. Der nächste große Kritikpunkt, wo ich doch auch ein bisschen mit d'accord bin, sind Offscreen-Kämpfe. Vieles wird geoffscreen, gerade auf Wano Kuni hatten wir das. Ja, einerseits Sanji Page One, erinnere ich mich noch an die große Kritik, oder Sanji gegen Orochi. Ja, Orochi wurde von dem dicken Blitz von Big Mom getroffen, ja, und Offscreen-Cut, das wurde nie wieder thematisiert. Das sind so Dinge, die gehen meines Erachtens nicht wirklich klar. Natürlich hätten wir alle diesen Impact von irgendwelchen Kämpfen oder so gehabt, da den finalen Moment etc. Es ist zwar schade, dass man die nicht hat, aber oder muss, glaube ich, Prioritäten hier bezüglich des Pacings legen, dass er ein paar Dinge einfach ein bisschen überspringt. Ja, man kann sich die Sachen ja ungefähr denken, ausmalen. Der Anime ist dafür ja eigentlich eine ganz gute Alternative, um halt Sachen nochmal auszuschmücken etc. Deswegen muss ich es sagen, es ist zwar schade, dass manche Kämpfe geoffscreened werden, ist klar, also das ist etwas, das finde ich auch ein bisschen schade, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen mich jetzt irgendwie aufregen würde oder sowas, Leute. Es ist natürlich ist auch klar, dass das Leute stört, ja. Aber das ist etwas, das kann man dann für ein anderes Wohl oder für eine andere Szenerie dann später locker wegstecken. Denn ein Kapitel, was weniger in der Vergangenheit gekämpft wurde, ist ein Kapitel in der Zukunft, wo dann mehr gekämpft wurde. Leute, vergesst das auf jeden Fall nicht. Und im Großen und Ganzen war es das erstmal von dem heutigen Video. Heute waren mal so diese Kritikpunkte, die gegen One Piece so im Raum stehen. Sonst gibt es nichts. Also für so einen großen Manga so wenig Kritik ist eigentlich sehr nice, muss ich ganz klar sagen. Wir sind alle One Piece Fans. Wir lieben alle diese Manga. Wir sind alle mit Begeisterung dabei. Deswegen, Leute, auf die kleinen paar Peanuts so drauf geschissen, oder, Leute? Deswegen, lasst uns One Piece noch so lange genießen, wie es läuft. Ja, ich meine, 5 bis 7 Jahre wird es noch laufen. Und diese 5 bis 7 Jahre, Leute, die gehen verdammt nochmal schnell um. Ja, ich mache jetzt ungefähr 6 Jahre YouTube oder so und die sind verdammt schnell umgegangen. Und die Zeit, die rennt. Die rennt, meine Damen und Herren. Und dann war es das erstmal von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und eure Meinung zu diesen Kritikpunkten gerne in die Kommentare. Interessiert mich brennend, was ihr zu diesen ganzen Punkten sagt. Dann war es das erstmal von mir. Ich bin erstmal raus und wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.